So, da sind wir wieder. Ah, nach dem letzten Part habe ich erstmal 100-mal den Satz geschrieben, der Bruder heißt Melchior, nicht Melchior. Jetzt müsste ich es gelernt haben. Nein, habe ich nicht, aber ich weiß es jetzt. Und so eine peinliche Aktion wird nicht wiederkommen. Wir haben uns jetzt zum ersten Portal teleportiert, diesem Vortex, diesem riesigen Strudel, der hier links war. Aber wir gehen nach rechts. Zu dieser Festung, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Treffen diese Gegner wieder. Wie gesagt, die leben alle wieder. Auch den, den wir letztens aufgespießt haben. Nur die Waffen sind nicht mehr da. So, mit unserer neuen Fähigkeit kommen wir jetzt hier durch. Kriegen erstmal wieder so einen Splitter. Und sind jetzt im Inneren des Palastes. Ja, da sind wieder ein paar Gegner. Die halten aber nicht viel aus. Und wir beleben uns wieder. So, kommt mal, ihr lieben Gegner, kommt her. Kommt zu Papa. Kommt. Kommt. Er gesagt, kommt zu Onkel, weil das hier, diese Gegner hier sind die Söhne des Bruders Duma, den wir auch noch wahrscheinlich sehen werden. Die wollen irgendwie nicht. Ich wollte nämlich an dieser Stelle die neue Glyph demonstrieren, aber das mache ich jetzt. Die erste Glyph der Rückstoßung. Funktioniert so. Nur sollte sie mal funktionieren. Da machen wir es so. Genau. So einfach. Wir stellen uns rechts von dir und schleudern die links ins Wasser. Oder... zumindest ein. Ja, zumindest ein hat geklappt. Wir sind eben gut. Ah, war das schön. Jetzt saugen wir die Seele ein und erforschen diesen Palast. Die Frage ist, was es hier geben wird. Den müssen wir nicht unbedingt töten, weil wir sowieso sterben müssen. Also machen wir das eher freiwillig. Kehren hier durch. Müssen noch durch ein zweites Gitter. Und sehen gleich ein Portal. Und dann können wir den Innenhof betreten von dem diesem Palast. Ah, dich saugen wir noch eben ein. Und öffnen diese Tür. Und was wir jetzt finden werden, tja, das sehen wir jetzt. Raziel. Kain! Der Abgrund war ungesund. Ich bin deine Schöpfung, Kain. Du kritisierst dein eigenes Werk. Was hast du meinem Clan angetan, Entarteter? Du hast kein Recht. Was ich erschaffen habe, kann ich auch vernichten, mein Kind. Verflucht seist du! Du bist kein Gott! Wie kannst du ganze Völker gewissenlos morden? Gewissen? Du wagst es, dieses Wort zu führen? Nur wenn du die volle Bedeutung der Wahl verspürt hast, solltest du es wagen, mein Urteil in Frage zu stellen. Deine Lippenspanne ist nur ein Wimpernschlag, verglichen mit all dem Zweifel und Bedauern, das ich mit mir trage, seit mir Mortanius einst das Licht verweigerte. Zu wissen, dass das Schicksal der Welt von der Klugheit all meiner Handlungen abhängt. Wagst du zu ermessen, wie schwer ich an meiner Wahl trage? Meine Wahl wäre eine andere, Kain. Schau dich um, Raziel. Schau, was aus unserem Reich geworden ist. Dies ist das Ende eines Zeitalters.
Die Clans sind in alle Winde Nosgards verschreut. Dieser Ort hat keinen Nutzen mehr. Genau wie du. Der Soul Reaver, Kains Klinge aus grauer Vorzeit. Älter als jeder von uns und tausendmal tödlicher. Die Legende besagt, dass die Klinge verteufelt war und wuchs, da sie die Seelen ihrer Opfer verschlang. So tapfer wir uns auch gaben, wir wussten, was es hieß, wenn Kain in seiner Wut den Soul Reaver zog. Es bedeutete das unmittelbare Todesurteil. Ja, und es ist schon wieder ein Bosskampf. Kain kann es mit dem Soul Reaver mit einem Schlag töten. Ohne Witz. Es geht alles hier um Schnelligkeit. Der Bosskampf ist jetzt echt nix Hartes. Wir rennen auf Kain zu und... Nein! Aber da wir nicht komplett sterben können, ist das jetzt eh scheißegal. Ah, ich liebe diese Videosequenzen, weil... Oh, nein, 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 nein! Ja, und fast hätten wir ein Game Over gesehen. Ich unterschätze diese Gegner ab sofort nie wieder. Ich wollte sagen, in den Videosequenzen sind diese Lippenbewegungen so geil. Die gucken wie ein Auto und dann kommen immer die Gespräche. Oh, da sind wir wieder. Nein, 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 nein. Och, scheiße. Ich frag mich eh, warum Raziel jetzt ohne Unterkiefer reden kann. Aber das ist ein Mysterium. Nein, das wird nicht passen. Und tschüss. Ja, gehen wir wieder durchs Portal. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Die Frage ist immer, wo er rauskommt. Der kann an drei verschiedenen Stellen rauskommen und... Meistens ist es immer die, die man nicht erwartet. Nee. Ja, irgendwie wechselt er die gerade nicht, aber sonst ist das so. Gerade weil er jetzt nicht wechselt, erwarte ich immer, dass es jetzt woanders ist. Ah, die sind schlimm, die sind echt schlimm. Yeah! Der Soul Reaver ist bezwungen. So geht es dann weiter. Und wir sind der Vollendung unseres Schicksals einen Schritt näher gekommen. Ich schwöre, ich sah ein zufriedenes Funkeln in Kains Auge, als der Soul Reaver vernichtet wurde. Ich verstand nicht, welches Spiel Kain spielte, aber ich wusste, was zu tun war. Und in aller Ewigkeit bist du mit dieser Klinge untrennbar verbunden. Soul Reaver, der Seelenräuber und Raziel. Eure Schicksale sind miteinander verwoben. Als du das Schwert zerstörtest, befreitest du es aus einem körperlichen Gefängnis und gabst ihm seine wahre Gestalt zurück. Eine Geisterklinge. Ihre Energie ist ungebunden. Es ist keine materielle Klinge mehr und kann sich daher nur auf der materiellen Ebene manifestieren, wenn du ganz bei Kräften bist. Einmal manifestiert, wird es dich bei Kräften halten. Was bist du, kleine Seele? Eines von Kains Geschöpfen gekommen, um diese gefesselte Erscheinung zu quälen? Ich hatte nicht vor, deine Ruhe zu stören. Für den Schlaf braucht man einen Körper. Fleisch und Blut braucht man, um zu ruhen. Nein, Kind.
Alles, was ich kann, ist beobachten und mich erinnern. Stets ganz bewusst. Während sich die Geschichte dieser elenden Welt vor meinen Augen entfaltet. Grässliche Vergangenheit, unerträgliche Zukunft. Sind sie ein und dasselbe? Bin ich denn immer hier? Was ist geschehen, dass du bei diesen Säulen spukst? Kain verweigerte das Opfer. Die Säule des Gleichgewichts, bis ins Innerste verfault, bildet ein Mahnmal für seinen blinden Ehrgeiz. Jetzt dienen diese Säulen nur dazu, mich hier gefesselt zu halten, in meinem Gefängnis, dank der Gier deines Gebieters, Kain. Dieser Teufel hat keinen Anspruch auf meine Loyalität. Dann haben wir einen gemeinsamen Feind, Raziel. Kehre zurück, wenn du meine Hilfe benötigst. Ariel erinnert sich an das, was andere längst vergessen haben. Ja, in dem Part sind jetzt wirklich viele Dialoge. Aber jetzt wissen wir, woher das Spiel den Namen hat. Weil die Klinge, die wir jetzt am Arm tragen, die wir jederzeit in der spektralen Ebene haben, ziemlich stark ist. Und, warte, in der materiellen Ebene haben wir sie nur, wenn wir volle Lebensenergie haben. Tada, jetzt ist sie in blau. Wie ich im letzten Part gesagt habe, ab jetzt, wenn wir volle Lebensenergie haben, verlieren wir keine Lebensenergie mehr. Das ist ziemlich praktisch jetzt. Ja, wir können jetzt immer in die Mitte des Raumes gehen und mit dieser Ariel reden, wo wir jetzt hingehen sollen. Oder einfach... Oh. Mögest du hier Frieden finden, Raziel? Achso, ihr habt uns das erklärt, hier gibt es Seelen und da gibt es Glyph-Energie, also womit wir zaubern können. Und jetzt öffnen wir die Tür und verlassen den Palast. Und er trifft das Loch nicht. Also, da hat Raziel echt keine Erfahrung in solchen Sachen. Aber sobald wir verwundet werden, verlieren wir das Schwert. Ah, jetzt kann ich es eh nicht zeigen. Ich will es aber in diesem Part eigentlich nochmal zeigen. Das muss ich schaffen in weniger als 3 Minuten. Ja, das wird schon. Gut, dass wir den einen Gegner am Leben gelassen haben. Wer ist jetzt unser Testobjekt? Genau, du da. Hallo. Und mit dieser Klinge können wir auch jederzeit ohne Waffe Gegner zerstören. Wir haben ihn jetzt getötet, ohne irgendwas aufzuspießen. Und das war's für diesen Part erstmal. Wir haben eine mächtige Waffe bekommen, den Soul Reaver. Und im nächsten Part gehen wir uns in den nächsten Bereich. Bis dann!